Ja, Benny Leis, 3:0 Derby gegen die SG Raschheit, Geisfeld, Rheinsfeld. Dein Fazit heute? Ja, ich denke, wir wollten positiv in die Rückrunde starten. Ich denke, das ist uns gelungen. Aufgrund einer fußballerisch sehr, sehr starken ersten Halbzeit hätten wir eigentlich das Ergebnis 2:0 zur Halbzeit gestanden. Schon deutlicher gestalten müssen. Elfmeter verschossen, etliche Großchancen liegen gelassen. Ja, war ein bisschen nervig, dass wir in der zweiten Halbzeit dann das Spiel des Gegners uns aufdrücken gelassen haben. Wurde dann viel hochgespielt, kam dann auch phasenweise nicht mehr in die Halbräume, die wir uns in der Halbzeit nochmal vorgeholt haben zu bespielen. 3:0 Heimsieg hätten wir jeder von uns unterschrieben, wenn auch deutlich, also ich fand, es war heute auch ein Klassenunterschied zu erkennen. Der Gegner konnte wenig entgegensetzen, hatten in der ersten oder in der 80. Minute erst den ersten Torschuss gegen uns. Ja, ich bin froh, dass wir positiv gestartet sind. Okay, cool. Wie sieht es aus jetzt, Situation bei euch? 3 Monate Winterpause, Vorbereitung. Wie sieht es aus bei dir? Verletzte oder Leute, die ausfallen? Ja, es sind jetzt noch zusätzlich Philipp Karz, hat sich in der Vorbereitung nochmal verletzt, hat Probleme mit dem Sprunggelenk. Bastian Jung, Verdacht auf Syndesmosebandabriss. Jetzt hatte Matty Beaver sich im Abschlusstraining am Donnerstag nochmal eine Oberschenkelzerrung hinten zugezogen. Vielleicht sogar ein Muskelfaserriss, ist jetzt noch nicht eingeblutet. Pasi Neumann heute nochmal verletzt raus in der ersten Halbzeit. Ich bin froh, dass wir die Qualität haben und das jetzt noch kompensieren können, aber darf jetzt auch nicht mehr allzu viel passieren. Okay, gut, danke.